Haha, wir sind wieder da mit einem Spiel eurer Wahl. Wenn ihr den Titel gelesen habt, wisst ihr, worum es geht. Aber im Interesse der Spannung sage ich es jetzt nicht, sondern erst gleich. Hades. Oh. Ja, einer guckt auf die Moderationskarten, der andere haut einfach einen raus. In diesem Sinne, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder am Start. Ja, ihr habt es ja mitgekriegt, Soul and Sanctuary gehört der Vergangenheit an. Ich muss sagen, nach anfänglicher Trauer hat sich doch recht schnell Euphorie eingestellt. Ich glaube, der Trauerprozess war wie in so einer unglücklichen Beziehung. Klar, irgendwo wäre vielleicht auch noch Potenzial gewesen, vielleicht hätte man es noch hinbiegen können und so. Aber jetzt, wo es vorbei ist, fühlt es sich an wie ein Befreiungsschlag und die Welt der anderen Spiele liegt vor einem und man weiß gar nicht, welches man zuerst spielen soll. Ja, genau. Um uns es ein bisschen leichter zu machen, haben wir quasi die Wahl ja an euch weitergegeben. Ihr wisst es, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt. Wir haben ja im großen Stil überall, wir haben gefahndet, wir haben Straßenumfragen gemacht. Unter anderem in Bangkok waren wir unterwegs und haben die Leute gefragt, was sollen Edo und Colin der weltbeste Let's Player aus Deutschland und der andere Typ mit der Justin Bieber Frisur. Was sollen die als nächstes spielen? Und das Problem war, wir haben ja nichts verstanden, weil wir die Sprache gar nicht. Exakt. Sprechen. Also haben wir das ein bisschen getürkt, ein bisschen geschönt und gesagt im Forum bei Rocket Beans TV, da wird es Wahrheit geben. Da wird sozusagen der demokratischen Abstimmung Genüge getan und wir haben diese Spielvorschläge euch zur Wahl gegeben und hier seht ihr das Ergebnis. 1500 Stimmen wurden abgegeben. Ja, man konnte nämlich bis zu 3 Stimmen abgeben. Das erklärt die Logik, was nicht alle gemacht haben. 857 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben abgestimmt und das Ergebnis ist relativ eindeutig. Ja. Also ist eindeutig, dass es Super Cyborg nicht geworden ist. Super Cyborg, das war ja auch ein Vorschlag von dir. Hätte ich Bock Ja, aber generell sind es interessante Vorschläge, muss man sagen, wo ich jetzt bei keinem, glaube ich, gesagt hätte, ach nee, muss das sein. Ich glaube, Hades ist natürlich ein sehr beliebtes Spiel, hat sehr, sehr viele gute Bewertungen gekriegt und wahrscheinlich ein Spiel, wo die Leute auch gesagt haben, das ist so ähnlich von der Art und Weise, jetzt nicht unbedingt vom Spielerischen selbst, aber von der Art und Weise her, von diesem Roguelite-Prinzip wie Dead Cells. Und das ist ja immer noch. Was ist das denn? Ach, egal. Dead Cells, Mumbai's oder was? So, okay, komm mal weiter jetzt. Komm, lass doch mal. Jetzt tu nicht immer so. Ich hätte dich gefeiert, wenn du den Gag gebracht hättest. Ja. Wäre überrascht gewesen, wie. Ach, komm. Wir machen. Ja, es ist ein bisschen wie Dead Cells. Und, genau. Deshalb glaube ich, aber Metal Gear Solid 2, da hätten wir beide keinen Bock drauf gehabt, was es aber wahrscheinlich auch interessant gemacht hätte. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Grund war des Vorschlags. Die einen hoffen, oh, vielleicht eine späte Liebe wird entwickelt, weil wir beide eben selbige bisher an uns vorbei haben gehen lassen können. Aber vielleicht auch so ein bisschen das Wissen, dass das Ding vielleicht nicht super gealtert ist. Wir werden es aber nicht rausfinden, denn nur 30% der Stimmen sind darauf gefallen. Und deshalb legen wir heute los mit Dead Cells. Ich muss sagen, ich habe Hades, um genau zu sein. Ne? Ja, um ganz genau zu sein. Hades. Ich muss sagen, ich habe das tatsächlich schon ein paar Stunden auf der Switch gespielt, noch nie durchgezockt. Ich glaube, ich war das Weiteste, was ich war, war in der zweiten Welt dann irgendwie. Aber ich habe also schon ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel. Ich glaube, du hast auch schon mal ein bisschen gespielt. Ich habe es auch, weil es so hieß, ey, geil, du hast doch Dead Cells geliebt, spiel das. Ich habe es gespielt und habe gedacht, ja, es ist so ähnliche Art, ein bisschen anders natürlich. Bin aber nicht so drauf hängen geblieben. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob es am Spiel oder den Rahmenbedingungen lag, meines damaligen Zeitkontingenz. Aber es hat auf jeden Fall auf Anhieb nicht so Klick gemacht. Aber ich habe total Bock, respektiere natürlich den Vote und kann mir vorstellen, dass wir da beide auf jeden Fall was haben. Da kommt man schnell rein, schnell durch. Ist ja gut, durchaus ganz gut. Versuch starten, nicht lange. Ich glaube, was halt sehr cool auch daran ist, dass man immer wie bei Dead Cells auch auswählen muss, was nimmt man für ein Bild, welchen Weg wählt man, geht man mehr auf Sicherheit, geht man mehr auf Risiko und so diese Fragen werden wieder kommen. Und das Joypad wird auch häufiger gewechselt, was ja auch ganz schön ist. Ja. Da würde ich sagen, ist storylastig, ne? Ja, es gibt viel Text und Gelaber, aber auch eher so als Beiwerk. Also das muss man nicht. So ein bisschen wie bei Diablo, ne? Kann man sich geben, muss man aber nicht. Aber wir schauen mal zumindest am Anfang jetzt hier rein. Fate, which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, Father. So, da geht's auch schon los hier. Wir spielen hier übrigens am PC mit dem Xbox-Pad. Kennst du dich so ein bisschen aus mit der Mythologie? Ist das was, wo du sagst, ja, das ist aber ja nicht so, wie es wirklich war? Oder, Ja, so halb. Also ich muss sagen, ich habe das meiste durch irgendwelche Kinderbücher, wo griechische Sagen verkürzt dargestellt wurden. Oder natürlich auch durch die God of War-Spiele.
Aber ansonsten. Aber ich bin immer offen, ich mag's ja. Oh. Kann man nicht hier. Ach ja. Es ruckelt aber, ne? Merkst du das? Ja. Ganz schön sogar. Ja. Hau ihn doch, oder darfst du, kannst du nicht? Nee, ich wollte erstmal nur gucken, warum das so ruckelt. Ich finde es ganz schön ruckelig. Ist ein bisschen ruckelig, ja. Also es ist nicht nur ein bisschen, ehrlich gesagt. Also aber ist das schon. Okay. Hammer, Hammer, Hammer. Oh. Also man hat halt hier die also es gibt verschiedene Waffen. Wir haben jetzt hier dieses Schwert, es gibt diese Standardattacke. Mhm. Und es gibt noch hier die Möglichkeit, so einen Fernschuss zu machen. Dann schießt man so einen Kristall. Man sieht es unten am Bildschirmrand 0 von 1. Das heißt, jetzt kann ich auch gerade gar nicht mehr schießen. Aber wenn man dann den Gegner killt, den der getroffen hat, dann sammelt man den wieder ein. Mhm. All diese Waffen kann man natürlich noch upgraden und durch Power-Ups sozusagen verändern. Und die, es gibt noch ein, also das ist die Standardattacke. Und dann gibt es hier noch so eine schwere Attacke sozusagen. Ja. Ist das jetzt, wir sind ja, klar, das ist so eine Art Pre-Crickle-Intro-Ding da, bumm. Genau, man muss immer, es gibt immer so Räume, in denen Gegner spawnen und man muss immer alle Gegner im Raum vernichten, um in den nächsten Raum zu kommen. Mhm. Und nach jedem Raum gibt es immer irgendeine Form von Belohnung in der Regel, also mit dem man dann sein Bild ändern kann oder. Und es ist so ein bisschen, glaube ich, auch wie Dead Cells levelseitig aufgebaut, ne? Also es sind schon, es ist mehr oder weniger eine ähnliche Abfolge von thematischen Leveln, aber die selbst, die Labyrinthe selbst sind dann so prozedural generiert, ne? Genau. Okay, jetzt hast du weit hier bekommen. It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Also wir sind der Sohn des Hades. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Und wir wollen aus dem Hades, also es gibt ja den Gott Hades und das Reich Hades, glaube ich, wenn ich das so richtig verstehe. Oh, das ist. Hallo? Hallo, hier ist der Florentin, die kochen gerade nebenan im Kochstudio. Komm kurz rein, was Florentin will, hallo? Etienne meinte, er hätte Hunger und deswegen haben wir dir was gekocht. So habe ich es gesagt. Ihr habt wirklich gekocht? Wir haben gekocht, ja. Also wenn ihr Zeit habt, kommt gerne rüber, nehmt euch noch. Klar, wir haben Zeit. Ihr habt Zeit. Sonst geh du zuerst. Ich spiele weiter. Oder umgekehrt. Wir haben aber Zeit. Also ich weiß, ihr seid ein bisschen überrascht davon, ne, dass die Kamera läuft, während wir das hier machen. Das ist halt so. Das ist, auch wenn wir nicht mehr live sind, lassen wir uns natürlich von den Möglichkeiten, sowas rauszuschneiden. Ich würde da tatsächlich mal der Verköstigung nachgehen. Ja, komm, mach das. Ich spiele mal ein bisschen weiter. Du kennst es ja schon. Ich lerne hier quasi das, was ich nicht weiß. Also, das ist Athene, die Göttin der Weisheit. Ich bin gespannt. Er hat jetzt nämlich das große Glück, dass er wird lecker bekocht. Ich hoffe, dass ich auch noch mal ran darf. Aber wir machen natürlich erstmal weiter hier mit Hades im Olymp unseren Teil dazu beitragen. Und ich mache gleich den Anfang. Ah, da geht's schon los. Gaben der Athene. Siehe die unvergleichlichen Abwehrkräfte der grauäugigen Göttin. Okay, also ich darf jetzt eine von drei wählen. Göttliche Attacke, dein Angriff ist kraftvoller und kann ablenken. Angriffsschaden plus 40, das klingt grundsätzlich sehr gut. Phalanx-Schuss. Dein Wurf verletzt Gegner auf kleinem Raum und kann ablenken. Der Wurfschaden wird erhöht von 50 auf 85. Oder göttlicher Spurt. Dein Spurt fügt Schaden zu und kann ablenken. Das ist auch gut, aber ich glaube, ich bleibe erstmal so beim ganz Einfachen. Dieses Gefühl, 40% härter zuschlagen zu können, gefällt mir sehr gut. Und der Angriff ist eben der auf X. Und wende Angriffe von Gegnern gegen sie. Aha, ablenken. Gut, was auch immer genau da passiert. Das klingt gut. Ich weiß, du kannst mich nicht all the way where you are, Goddess. Thank you. Oh. Alles klar, gut. Das fühlt sich aber ganz flutschig an, das muss ich sagen. So, nächster Raum, neues Glück. Erstmal alles kaputt schlagen. So. Ah ja, X ist Dash, alles klar. Okay, ein bisschen Button-Mashing, das macht natürlich Freude. Ah, da wollte ich mich nicht gut ab. Ausgewichen. Ich probiere gleich mal ein paar Tasten aus. Denn ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Ah, das war jetzt die okay, das war jetzt die Spezialattacke. Oh. Das war jetzt das Ablenken. Das heißt. Ah, sehr gut. Also, das war jetzt die andere Fähigkeit. Sehr gut. Die ich mitbekommen habe. Also, härter zuschlagen. Ein Schlüssel. Hm. Sie noch
Ah, okay. Also, was ist das? Das ist irgendeine Frucht. Und das ist ein Herz. Oh, meine Erinnerung. Ich nehme das Herz. Hätte ich jetzt rauskriegen können, was das war im Vorfeld? Egal. Das wird schon gut sein. Oh, das sind ja Explosionsfässer. Sehr gut. Also, das sind hier die... Nein! Mashed Potatoes. Und? Nicht schlecht. Cheesy. Cheesy? Ist das da nicht irgendwie Käse drin oder so? Die sind nicht schlecht. Also du, es steht dir frei, in der Küche gibt's noch welche, wenn ja, du ich geh gleich auch mal rüber. Guck mal, was habe ich denn jetzt hier? Ach so, ich krieg plus 25 Health. Das sind, glaube ich, alles so Upgrades, die ich im Level kriege, die ich aber alle verliere, die meisten davon, ne, wenn ich durch bin. Du verlierst alles, wenn du stirbst. Ja. Ich habe jetzt übrigens gerade, wir hatten gerade bei Athene die Wahl, welches von vier, ob wir den Spurt, den Angriff oder den Wurf besser machen. Ich habe mich natürlich auf plus 40 Action und mit dem Schlag können wir jetzt Projektile. Das sind nämlich genau diese drei Sachen, die man verbessern kann. Und natürlich baut das später auch alles irgendwie miteinander auf. Da gibt es dann zum Beispiel Säureschaden und wenn du dann Boni auf Säure hast und so. Du kannst später, das sehen wir dann gleich in der Homebase sozusagen. Da kannst du auch permanente Verbesserungen freischalten, je nachdem, wie erfolgreich du in den Dungeons bist. Mhm. So dass man schon auch immer ein bisschen Progress machen kann. Die Dinger zum Beispiel. Ah, das sind so. Das sind die das Dinger. Das so richtige so EP, die mir quasi bleiben oder so. Genau, die kannst du dann später in der Base ausgeben. Es tut mir echt unglaublich leid, aber ich muss dieses Angebot einer Gratisverköstigung natürlich wahrnehmen. Ich spiele so spiel weiter. Aber es flutscht gut. Ich habe sofort das Gefühl, es ruckelt. Siehst du das hier? Ja, es stimmt, aber ich habe es vergessen, weil ich einfach so hart zugeschlagen habe. Aber das ist halt super schlimm. Ja, super schlimm. Ey, sag mal, du bist doch sonst der Pingel, aber hier auf dem Laptop geht's. Ja, also ich kann nicht, also, ja, was soll ich dir sagen? Vielleicht hast du auch einen schlechteren Monitor, kann ja alles sein. Dann guck bei mir rein. Ich bin gleich wieder da, hoffe genauso begeistert wie du von den Creamy Cheese. Ruckelt's bei euch auch so? Es ruckelt doch voll krass. Ich frage mich, woran das liegen könnte. Was ist denn der Göttermodus? Okay, das ist leichter Schwierigkeitsgrad. Maussperre. Tja. Bildschirmrütteln. Vielleicht ist es das? Ich glaube, das ist es aber nicht. Mann, na gut. Also hier haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, was die Symbole bedeuten. Aber anhand dieser Symbole kann man natürlich schon so ein bisschen... Das hier gibt wahrscheinlich Geld und das gibt eine Verbesserung. Ich gehe jetzt mal hier rein. Eine Offensivverbesserung. Boah. Was auch so schön ist, man kann hier wirklich viel an der Umgebung immer kaputt machen und mit der Umgebung interagieren. Und zum Beispiel diese Säulen können kollabieren und dann die Gegner auch mittreffen. So, Max Leben gibt das. Okay, kann man sich mal merken. Da gibt es wieder die Kristalle, die wir dauerhaft benutzen können. Und hier gibt es Schlüssel. Die sind auch sehr wichtig, um weitere Verbesserungen, permanente passive Verbesserungen freizuschalten. Ich gehe jetzt mal hier rein. Holen wir uns mal so einen Schlüssel. Ich weiß jetzt, bin nicht Experte genug, um zu sagen, was jetzt in der Wertigkeit jeweils besser ist. Oh. Ja, man steckt hier schon ganz schön viel ein. Kleine, schnelle Gegner. Da ist der Schlüssel. Should come in handy. I'm hurt. Can't heal myself. But I can fight.
Das dürfte eine Verbesserung für die Offensive geben. Und den locken wir hier rein und dann. Perfekt. Nochmal. Komm. Komm. Oh, nur noch 35 Energie. Komm. A divine's only one heavenly archer I know of. Well, okay, Artemis, Göttin der Jagd. So, jetzt können wir nämlich hier wieder drei Verbesserungen auswählen. Deine Spezialität ist kraftvoller. Also Spezialität ist, glaube ich, der harte Schlag. 20% Chance, kritischen Schaden zu machen. Pfeil gerade, dein Wurf sucht Gegner und hat eine 10% Chance. Jeder Schaden, den du zufügst, kann potenziell kritisch sein. Hast du den nächsten Artemis? Artemis. Also ich habe einen Sieger. Es tat mich, Florentins Hundeaugen haben mich fast erweichen lassen. Aber die Mashed Potatoes. Aber die sind auch mehr unser Ding, glaube ich. Ja. Also es ist also die Frage, ob du grundsätzlich sagst, ich gehe eher zum Salat noch mit einer leichten Pesto oder sagst, oh, da gibt's aber auch Burger und Fritten. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mehr unsere Straße. Ja. Ja. Lecker. Sehr wohlschmeckend. Aber wohlschmeckend auch, was du gefunden hast, zumindest für uns, nicht für die Gegner, denen tut's weh. So, ich bin jetzt wieder drin, wollte ich damit sagen. Ja. Also was hast du jetzt gerade? Du hast jetzt eine ganz andere Fähigkeit oder was war das? Ja, diesen jetzt? Spezialschlag habe ich verbessert. Ah. Oh, wir haben auch nur noch 27 von 100 Leben. Ja, wir stecken hier ordentlich ein. Oh, ist das ein Bossgegner? Weil der hat ein Totenkopf-Ding? Nö. Das war noch kein Boss. Oder sind die besonders... Oh. Aber die werden natürlich immer schwerer, die Sachen. Ja. Aber wir haben richtig wenig Energie und das ist nämlich das Problem, wie man dann später sehen wird, man kann sich nicht so ohne weiteres heilen. Also du kannst innerhalb eines Dungeons kannst du zum Beispiel Geld finden und ausgeben dann für Heil-Items oder so. Aber meistens geht das dann eben auf Kosten von einer offensiven Möglichkeit. Mhm. Und man hat halt immer nur so und so viele Upgrades pro Run. Das heißt, jeder Schaden, den man im Prinzip nimmt, ist auch so ein bisschen... Ah! Ja. Also ich würde sagen, Profis hören wahrscheinlich dann schon auf, wenn sie einen Treffer genommen haben, weil sie sich dann schon ausrechnen können. Mhm. Aha. Das wird nichts mehr. Okay. Ah, und jetzt kannst du überlegen, wo geht's hin? Genau, hier wäre jetzt zum Beispiel eine weitere offensive Verbesserung. Der Totenkopf zum Beispiel, der zeigt, das ist, glaube ich, ein Mini-Boss. Oh. Und den würde ich jetzt tatsächlich mit 11. Also die Belohnung wäre potenziell geiler als jetzt nur Kohle wahrscheinlich. Aber dafür ist es hier. Aber warum haben die denn jetzt alle einen Totenkopf unten? Die sind jetzt stärker, die haben jetzt. Ach, du hast irgendwas gekauft. Oh. Oh. Ja. Aber das gehört doch wahrscheinlich dazu. Das gehört dazu. Das ist noch. Jetzt kommen wir nämlich erstmal in das Reich unseres Vaters. Mhm. Oh, lecker. Ich würde gerne noch einen Nachschlag nehmen. Ah. Damn it. Er wollte ja flüchten, stimmt. Das werden wir noch häufiger sehen. Liebe Regie, können wir den Game-Sound hier im Studio ein bisschen lauter haben? Das wäre super, das ist nämlich sehr leise. Okay. Also das ist quasi so wie das Startverlies. Genau, das ist so das Hub, wenn du so willst. Hier sind auch viele so Nebenquests oder Leute, die man... Hey, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad though. Pretty much everybody dies sometime. Mit denen man was machen kann, die einem vielleicht auch weiterhelfen im Laufe des Abenteuers. Man kann denen nämlich auch Sachen schenken. Und hier ist unser Dad und der ist immer sehr sauer. Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Greetings, father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. Eigentlich ganz nett, dass er so viele Verträge hat. Mhm. Mit den, und das sind die, das ist Cerberus. Infernal Watchdog Cerberus regards the Underworld Prince with mixed emotions. From purest joy to deepest melancholy. You watch over things for me, won't you, boy?
You know I'd take you if I could. That's a good boy. Do it. Oh, da wird der Papa böse. Kamera kannst du nicht drehen, ne? Nee. Okay. So, und dann haben wir hier noch. Also es lohnt sich immer nach jedem Run einmal mit allen zu sprechen. Das ist cool. Ich finde es cool, dass man die alle irgendwie schon mal gehört, kennt oder mehr auf dem Schirm hat. Und hier so neu interpretiert und so ein bisschen eine Mischung aus Wikipedia-Eintrag frisch interpretiert. That dark and lavishly appointed lair of the underworld's king is home not just to him, but to his willful progeny. You know I can hear you, old man. Hier ist noch irgendeine versperrte Tür. Also hier können sich auch noch Sachen verändern. Hier ist zum Beispiel auch noch eine Tür, die habe ich auch noch nie geöffnet. Also es gibt hier immer auch viele Geheimnisse. Hier können wir später, glaube ich, können wir später noch was kaufen. Dann können wir nämlich hier innen das Innenleben auch noch verändern. Also so, ich weiß nicht, ob da nicht nur optisch, man kann da, glaube ich, auch an Sachen kaufen, die sich aufs Spiel auswirken. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. I believe it, Nix. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Das haben wir gute Zeiten, schlechte Zeiten, so, ne? Then go. Ach, hier ist auch noch Kisu. Okay. Und hier kommen wir jetzt in unser Schlafgemach. Da bin ich mal gespannt. Hey, Room, I'm back. Oh, Spiegel zum Beispiel. Kann man sich mal ausruhen. Okay, will er gerade nicht. Okay. The bedchambers of Prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray. Despite his lord and master of the house repeatedly insisting that he pick everything up. Oh, come on, it's not that bad, is it? So, und hier kommen wir nämlich jetzt zu dem Spiegel, und das ist sehr wichtig. Der Spiegel der Nacht. Ah, okay. So, jetzt gibt es hier nämlich verschiedene Möglichkeiten. Also, zum einen können wir jetzt hier Sachen verbessern durch diese lila Kristalle. Zum Beispiel jetzt, da steht es ja, Schattengestalt, du fügst bei Angriffs- und Spezialität Bonusschaden zu, wenn du den Gegner von hinten angreifst, plus 10% für jeden Rang. Oder hier, du erlangst einen kleinen Teil deiner Herzen zurück, wenn du eine Kammer verlässt. Plus 1 pro Rang. Das ist doch so ein klasse. Also ich weiß, du für dich nicht, ich find's gerade attraktiv, aber wir gucken mal. Es geht noch weiter. Man hat nämlich, du siehst hier diese, in der Mitte dieses Schlüssel, für 5 Schlüssel kann man nämlich dann hier weitere dieser Fähigkeiten freischalten. Und, warte mal, wie ging das denn? Es gibt tatsächlich noch, vielleicht muss man das auch noch freischalten. Es gibt nämlich immer 2 verschiedene Skills, aber ich habe irgendwie die Taste gerade nicht. Es kann ja sein, dass das alles noch, auch noch kommen, ne? Aber die Schlüssel findet man im Dungeon, oder? Genau, da musst du dann auch, da ist dann so ein Schlüsselsymbol, dann kriegst du das statt einer Offensivverbesserung. Also ich will jetzt mal hier sowas machen zum Beispiel. Es wird natürlich auch immer teurer, ja? Ja. Sieht man jetzt hier. Ja, gut. Aber dann scheint es ja so, das Spiel wünscht sich, dass wir die 20. Willst du nicht ausgeben? Willst du sparen? So kenne ich dich gar nicht. Achso, ja. Ich finde halt noch von hinten, ja, doch, kann man machen. Ist ja egal. Aber das bleibt uns ja dauerhaft erhalten. Das, das ist das Einzige, was halt dauerhaft sozusagen erhalten bleibt. Was im weiteren Verlauf dann erst auch wirklich einen Unterschied macht. Jetzt, am Anfang wird man das noch nicht so spüren. Jetzt kommen wir in die Waffenkammer, denn man kann am Anfang aus verschiedenen Waffen wählen. Wir haben noch nicht alle freigeschaltet, wie man hier sieht, an dem Schloss. Wir haben bislang jetzt hier nur dieses Schwert. Aber es wummt sich schön an weg. Okay, also 4 Schlüssel. Okay, da muss man schon überlegen, wofür gibt man die Schlüssel letztendlich aus? Waffen freischalten oder? Genau, und jetzt haben wir hier zum Beispiel den Bogen, der sich fundamental natürlich anders spielt. Das ist dieser Zombie hier, an dem können wir die Waffen testen. Skelly. Skelly has it going, but enough with the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. I don't remember having you on payroll, mate. Who's your supervisor? Oh, I'm not about to wrap my sources, pal.
Just try and beat it out of me. If you insist. Zum Beispiel der Bogen, den kann man halt hier aufladen. Hat das als Sonderattacke. Die kostet, was kostet eine Sonderattacke? Die kostet gar nichts. Das ist quasi einfach harter und so, und die kann man natürlich dann auch aufrüsten. Achso, und dann gibt's noch hier Spurten. Aber, okay. Das ist dann auch nochmal, aber das benutze ich ehrlich gesagt sehr selten. Und wie viel machst du Schaden, wenn du nur nagelst, sozusagen? Okay, 42. Ja, es gibt, glaube ich, einen Moment, wenn wenn du den richtigen Moment abpasst. Ja, dann machst du ordentlich einen Wechsel. Wenn du es, also genau, wenn ich auflade, macht er 60, aber wenn ich es kurz vorher mache, macht er 70. Also da muss man so ein bisschen rumspielen. Ja. Hier, 70. Ja, wenn du Blitz, ich glaube, wenn du so einen Blitz hast, da, ne? Ah, ja, ja, dann machst du den besten. Und hier gibt's auch noch was. Das sind auch permanente Upgrades, die man freischalten kann. Mhm. Die einem auch nochmal Perks geben, die auch bleiben. Die auch dann nochmal den Spielstil durchaus verändern können. Also das greift dann am Anfang natürlich noch nicht so, aber im Laufe des Spiels Waffen, Upgrades, passive Fähigkeiten, die Sachen, die du am Spiegel freischaltest, wenn du das alles sozusagen klug miteinander kombinierst, kannst du halt schon super starke Builds dir basteln oder welche, die nicht so viel bringen. Also das werden wir halt in Erfahrung bringen müssen. Da gilt es dann auch ein bisschen rum zu experimentieren. Easier said than done. And doubtless I'll be running into Meg. The River of Flame ought to be just beyond. Find a way up to Elysium from there, and after that. All right, let's give it another shot. Du hast jetzt, ich? Ja. Okay. Das heißt, du hast jetzt in die Tür rein. Ja. Und den nächsten Run starten sozusagen. Und warte mal, wie ist jetzt. Genau, du hast jetzt wieder das Schwert ausgewählt. Ah, was war das jetzt? Warte mal, wie war denn. Wie hast du jetzt? Das ist die zwei Attacken, genau. Und kann ich den Bogen wechseln? Ja, kannst du einfach nehmen. Ach so, wenn ich jetzt den. Genau, das sind jetzt die zwei Waffen. Für die anderen brauchen wir mehr Schlüssel jetzt. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit, mich mit einer Fernkamm. Ah, okay, und das ist diese Wurfkristallgeschichte. Genau, und den kriegst du erst wieder, wenn du jetzt quasi killst. Kannst natürlich auch upgraden, sodass du dann vier von den Dingern werfen kannst. Ich muss aber gestehen, dass ich die bisher sehr wenig genutzt habe. Ja. Ohne damit eine wertende Aussage zu machen. Es gibt sicherlich Builds oder so, wo die super sinnvoll sind. Aber dadurch, dass die am Anfang so begrenzt sind, habe ich da nie dem Ganzen die nötige Aufmerksamkeit gewidmet. Ich bin mir sicher, wir werden viele Tipps von euch kriegen. Okay. Ja, das glaube ich aber auch. In the name of Hades. Oh. Look, your father's always been rather difficult. And he's not so much as cold in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. Ja, wenn ich die Wahl hätte. Okay. Gaben des Zeus, Blitzeinschlag. Aha. Das ist so ein. Okay. Dein Angriff strahlt Kettenblitze aus, wenn du einen Gegner verletzt. Donnernder Tusch, das ist selten. Deine Spezialität bewirkt, dass Gegner in der Nähe vom Blitz getroffen werden. Spezialität ist das. Ach, das ist die harte Attacke, genau. Genau. Drücke Y. Mhm. Ja, soll ich mal. Das ist doch gut, oder? Obwohl das diese. Ich finde, das klingt. Also klar, selten ist, glaube ich, wahrscheinlich schon gut, aber ich finde, das klingt immer alles geil. Es ist super schwer, da Sachen, aber selten ist es wahrscheinlich am besten jetzt. Mhm. Ach, nehmen wir einfach mal. Ja, komm. Das sind jetzt alles Erfahrungswerte, die wir sammeln müssen. Achso, und man hat ja natürlich kein Blocken oder so, du musst halt immer mit dem Dash, ne? Genau. Im Zweifelsfall. Der Dash ist super wichtig. Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers. Good thing I'm not dead. So, okay, jetzt bin ich mal gespannt. So, hier gibt es jetzt einfach nur Erfahrungspunkte, ne? Oder diese Tropfen. Ja, alles klar. Okay, dann lass uns mal gucken hier. Genau, du kriegst immer zum Start eines Runs, kriegst du immer ein zufälliges Upgrade. Das ist doch eine Todes... Ah, okay. Ja, da nicht rein. Aber die kannst du natürlich zum Beispiel nutzen, um auch Gegner reinzulocken oder so. Also man muss hier schon auch, oder was heißt muss, man kann hier auch sehr viel immer mit dem Environment arbeiten. Ja. Aber jetzt wünsche ich mir diese von hinten Attacke, weißt du, wenn du so hinter dir dashst, ne? Okay. Top.
Hab schon 10 Tropfen. Genau, so rechts, das Symbol heißt, du kriegst mehr 25 mehr Gesamthealth. Mhm. Und das links weiß ich gar nicht. Ich glaub, das könnte sind Geld, wahrscheinlich nur Münzen, könnte oder? Geld sein. Was aber nicht zu unterschätzen ist, weil du findest im Laufe der Zeit, kommst du auch zu Shops innerhalb des Dungeons und bei denen kannst du dann wiederum Upgrades kaufen. Also, Ich geh mal auf. Ja, es gibt aber eigentlich nie etwas, wo man sagt, es ist komplett unnütz, würde ich sagen. Also. Jetzt habe ich aber nur. Sorry, ich habe jetzt ein Herz dazu bekommen. Nee, du musst ja erst. Das ist ja die Belohnung, die du im nächsten Raum kriegst, wenn du die Gegner besiegst. Genau. Also wahrscheinlich gerne diesen Perk, den ich eben hatte. Hier das Zurückschlagen. Ups, das war semi-gut, aber wenn ich vielleicht leben. Du musst mal deine Spezialattacke mehr benutzen, weil die hast du ja auch upgraded. Stimmt. Ja, okay, praktisch. Jetzt pass auf, wer ist Spezialattacke? Mhm. Kann man ja eigentlich. Nee, du kannst nicht in den Sack fallen, hier in die Schlucht. Ne? In Abgrund? Nee. Ah, okay, sehr gut. Aber du kannst sehr gut da drüber dashen. Mhm. Ah, okay. Okay. Das ist schön, ob man immer so auf Risk oder Reward geht, so, ne? Was machen wir denn jetzt? Blitz wieder? Das ist wieder Zeus wahrscheinlich, ne? Was war das andere nochmal? Da kriegst du, glaube ich, diese Coins, mit denen du diese passiven Perks freischalten kannst. Ich weiß nicht. Achtung, raus da. Genau, die explodieren. Das kannst du aber natürlich auch nutzen, um Gegner da reinzulocken, ne? Genau. Ja. Aha. Okay. Das gefällt mir. Ich hasse es, hinter Gegnern herzulaufen. Bring it. Oh, das war dumm. Also du läufst auf jeden Fall gerne in die Stachel rein. Ja, pass mal auf. Es gibt aber keine Berührungsschaden, ne? Ne, gibt's nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ah. Läuft doch hier. Okay. Ach, geht schon wieder los. Nee, ja, das ist auch nicht schlecht, aber ich werde ja nie getroffen, deswegen ist das natürlich, kommt das selten so. Aber halt 117, ne? Schon viel. Bisschen werden Gegner auch geschockt. Ah, okay, das wäre vielleicht eine geile Kombi, oder? Oh, guck hier, warte. Das Opfer fügt sich beim nächsten Angriff selber Blitzschaden zu. Ja. Den Wurf, da glaube ich, da bin ich irgendwie noch nicht so überzeugt von. Ob ich den so häufig einsetzen werde. Ich habe das Gefühl, dass das aber selten, ne? Ach komm, ist scheiß der Hund drauf. Es wird alles gut sein. Ja, ich glaube, Wurf kann man halt auch später durch die passiven Attacken dann noch verstärken. Und dann hast du vielleicht auch mehr. Ah, da gibt es zum Beispiel wieder. Schlüssel. Ne? Ist aber auch nur also einer. Das ist das Einzige, ja. Ja, dann gehen wir hier lang. Okay, also das, wie sagt man, das prozedural generierte ist so ein bisschen. Achso, und die mit dem Totenkopf sind immer besonders heftig, oder was? Oder das sind so Zwischengegner? Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Ja, keine Ahnung, ich glaube, oder halten die einfach nur besonders viel aus? Kann sein, dass die ein bisschen mehr Energie oder ein Schild haben oder so. Oder zwei Energiebalken oder irgendwie sowas. Das ging ja. Und da kannst du sogar noch eine Mini-Quest machen. Wo, hier? Das da. Okay. Wenn du das machst, musst du, glaube ich, eine Zeit lang den Einkauf. Sturm. Ach nee, jawohl, das ist aber hier, glaube ich, einkaufen. Ah ja, okay, das war was anderes, okay. Mhm. Also hier kannst du dir Energie wiederherstellen. Ariadenpfann, die nächste Gabe, die du findest, hat eine höhere Seltenheit. Kann ich mir nicht leisten. Und entflammter Icho, du erhältst 20% Bewegungsgeschwindigkeit. Aber ach so, da nur für 8 Räume, ne? Also sind das Räume oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Keine Gegner. Weil das bringt ja nach dem Ab. Also soll ich. Du meinst, es kommt vielleicht noch ein besserer Händler? Was würdest du machen? Vielleicht diskutieren wir das auch. Das diskutieren wir, während ihr mit einem Qualitätsspot unserer Wahl bei Laune gehalten werdet. Und dann sind wir gespannt, was das für ein Spot ist jetzt. Schauen wir mal.
der Rocket Beans Craft Tea. Jetzt erhältlich unter rocketbeans.shop und bei Aroma Olymp. Ja, ich würde ich gerne mal ein Päckchen. Ich habe auch ein bisschen Durst, habe ich bekommen gerade. Würde ich gerne mal ein Fläschchen. Kann ich auch nichts zu sagen, habe ich noch nicht. Mach mal klar. So, ja. So, mach mal jetzt hier was mit was dem. Was wollen wir denn? Ich würde fast sagen, ich nehme den Lebenssaft. Ganz ehrlich, sie sind nur 17. Ich habe 55, 75. Mach doch. Aber was soll du kannst auch beides. Du kannst auch Lebenssaft und die 20%. Ich meine, 8 Räume sind gar nicht so wenig, ne? Das ist fast eine ganze Welt. Also, ja. Wenn man es mal so rechnet. Ich meine, ich gehe halt davon aus, dass ich beim ersten Run jetzt schon durchkomme. Das, und das deswegen wir alle aus. Entscheidung natürlich. Aber jetzt hast du wieder fast volle Energie. Ja, ist gut. Das stimmt schon. Man denkt dir aber, ach komm, die Lebensenergie wird wohl nicht so wild sein. Aber hier ist es nicht ganz so einfach, ne, die zurückzubekommen. So, genau. Also Lebensenergie ist tatsächlich sehr, sehr wichtig in diesem Spiel. Ist ja ähnlich wie bei Dead Cells auch. Ne? Mhm. Wir wissen es, da hat man sich ja dann auch die ein oder andere Hähnchenkeule aufgespart für den richtigen Moment. Also das ist hier ähnlich. Das sind wahrscheinlich die Spezialattacke. Ja. Die haut nämlich direkt innerhalb dieses Kreises alles. Das ist sehr mächtig. Ah, das habe ich ein Kristall gerade. Ah, den kann man wahrscheinlich strategisch dann auch irgendwie gut einsetzen, ne? Ja, ja. Diesen Wurf. Ja. Ja. Wie gesagt, ich glaube, dass der auch sehr mächtig ist. Ich habe ihn nur selber nicht wirklich viel genutzt, aber. Ja. Das dadurch, dass du den halt wiederkriegst, wenn Leute sterben. Nee, links. Aber es ist ein Boss. Das ist ein schwerer Boss. Ja, gut, ist ein Boss. Also wenn du zum Beispiel dann der Wurf so stark ist, dass er alle one-shottet, dann hast du ja quasi dauernd einen Schuss, weil du ja dann immer wieder kriegst. Ah, was ist das für ein Bombenattacke? Ja, musst du ständig in Bewegung bleiben hier bei den beiden Dudes. Und vielleicht die Attacke, die auf alle geht, benutzen, genau. Es ist jetzt erste Folge, deshalb werde ich mich jetzt auch hier mit Kritik noch zurückhalten. Mach das. Mit hämischen Kommentaren. Ich muss auch sagen, es sieht ja wirklich sehr gut aus, wie du das machst. Hätte ich ja ehrlich gesagt so gar nicht erwartet. So, der eine ist tot, der andere nicht. Nee, die haben zwei Energiebalken. Ach, das heißt ja. Wenn der Energiebalken schwarz ist, dann ist quasi. Man darf sich ja gar nicht zum Bomben werfen lassen, kommen lassen. So wie ihn hier. Ah. Da ist es wohl doch passiert. Aber sehr gut, Colin. Also ich muss sagen. Ich lebe noch, ne? Ja, aber jetzt ist ja schon. Und ein starkes Upgrade. Ja, ich glaube, das ist ganz episch. Gut mit dem. Dein Spurt bewegt, dass Gegner in der Nähe vom Blitz getroffen werden. Potenziell zweimal treffen ist auch gut, aber nicht gut genug. Oh, das ist aber schon geil, ne? Das, also dieser Flächenschaden, den ich glaube ich wahrscheinlich mache, ne? Macht noch mehr Fläche. Aber hast du schon Blitzeffekt? Ja, ich habe doch hier diesen. Diese Y-Attacke, da macht er doch diesen Boden-Area-of-Effect-Ding. Ich glaube, ich würde mal hier hingehen. Das andere ist so, ich weiche auch viel aus. Okay, Gabeninfo. Nee, das ist Hochspannung. Ah, okay. Aber ich glaube, das ist. Ah, warte mal. Nee. Himmlische Rache. Das hatten wir. Entflammter Ichio, das hatte ich. Hochspannung. Und das hier war das doch. Ja. Gegner in der Nähe werden vom Blitz getroffen, da würde ich jetzt sagen. Ja, mit Großfläche. Probieren wir es aus. Also wirst du jetzt gleich merken, ob das dich bemerkbar macht. So. Und ich krieg ein lumpiges Herz, wenn ich den Raum schaffe. Oh. Ja, das ist so. Da kann es aber, glaube ich, ganz schnell gehen, dass man stirbt, ne? Ja. Ein, zweimal nicht aufgepasst und schon ist der Tag im Arsch. Dann noch in eine Falle. Pass auf, jetzt hier, jetzt komm, komm hier. Oh, gut. Jetzt. Ja, sehr gut. Und diese Explosionsdinger da, genau. Oh nein! Ich bin ja dumm. Okay, es ist also wirklich so, man darf sich nicht so auf Einzelnes, man muss manchmal einfach nur schnell wischen. Es ist im Prinzip ja sehr schnelles Spiel. Es ist ständig in Aktion bleiben. Ja. Das wird in späteren Leveln noch krasser. Komm. Scheiße. Das glaube ich dir. Ah! Also es ist wichtig, dass in Bewegung bleiben, ne? Das ist ja so der. Aber ich muss sagen, also Naturtalent. Ja, ja. Och, komm. They got me. No way to patch up. Got to keep going. Aber das ist schön, weil du einfach das Gefühl, also es ist eine Mischung aus Button-Mashing und ab und zu mal ausweichen. Jetzt, also gar nicht
Das wird mich aber, ich weiß jetzt schon, dass mich das nicht lang zum. Oh Gott, Blitz. Oh, das ist. Nein, nicht selber. Die nervt mich doch jetzt schon. Stark hier, ein Schlag und dann war der ganze Haufen weg. Also vor allem, du bist ja nicht nur, da gibt's ja noch Gegner, die dich quer durch den Raum treffen, ne? Oh, so wie jetzt zum Beispiel. Alter, wo kommen diese Blitze her? Bin ich da in eine Falle getappt? Oh. Das sind so Bodenplatten und dann schießen die Statuen. Ja, ui, es ist aber, hier ist doch, lebt noch jemand, ne? Ah, fucky, Fuckistan. Oh, noch zwei. Ah, auf dumm. Ich werfe den Ball falsch. Und weg. Den Ball. Stark. Boah, was krieg ich jetzt schönes? Aphrodites ist, glaube ich, oder? Lustbarkeit. Was geht denn jetzt schönes? Let me see what I can do. Make life a little sweeter for you in the meantime. So jetzt aber. Oh, vergiften? Ich mag das. Ich spurte ja viel, ne? Ist dann nach. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Weil ich habe gerade nichts, ne? Mhm. Du erhältst Herz plus, wenn du erwirbst. Du erhältst jetzt. Ah, Nektar. Kann ich also für jedes Nektar, das du einsammelst, kriegst du also dann mehr Herz. Ja. Und das ist irgendein Geschenk, steht da unten rechts. Zum Verschenken an Freude oder für Tauschgeschäfte. Genau, damit, das musst du machen, damit kriegst du dann irgendwelche Boni, wenn die dir dann wieder begegnen in der Welt oder so. Dann nehme ich das jetzt einfach mal, oder? Mach doch. Guck mal, jetzt habe ich nämlich 22 auch bekommen dadurch. Gucken, das ist immer ein Treffer. Ich kann mir jetzt nichts mehr tun, ne, die Bodenplatten. Muss das ausprobieren. Okay. Das wird ja nicht mehr lange dauern jetzt. Bleibt mir denn dieses Geschenk da auch erhalten? Nein, nein. Ich glaube, die Sachen, die hier passieren, da bleibt, glaube ich, nie irgendwas. Man darf nicht zu gierig sein. Ein Klassiker. Man kann die halt ganz gut staggern, wenn man die ganze Zeit schlägt. Ja, das glaube ich dir. Es ist so allein die Übersicht, die manchmal so ein bisschen mir das Problem macht, dass ich dann nicht genau sehe, wo ist denn da noch was los. Ah, Leckerbärchen! Auch die lila Bällchen kannst du auch mit der harten Attacke kaputt machen. Bist du sicher? Ja. Ja, okay, cool. Das ist natürlich gut zu wissen. Oh ja. Oh, natürlich sollte man sie dann natürlich zünden, bevor. Ist auch Quatsch dann noch. Ist es nicht, ich bekomme Geld für Scharmützel? Lebensenergie? Links. Ja, ne? Oh, das ist aber jetzt wirklich so ein Ritt auf der Rasierklinge, ne? Du rutschst mit der linken Backe immer wieder drüber. Es ist nicht nochmal hoch. Deshalb ist Energie immer wie jetzt. Ah, fuck, also. Ein Treffer und du bist weg. Ja. Da du sehr schlecht, da das sehr schwer ist, ist es fast schon gelaufen hier. Wer sind ja die einzigen Gegner hier im Raum? Ich wusste es. Er war kurz vorm Radius. Schade, ich habe das Gefühl, ich habe verloren. Habe ich auch? Aber das ist ja das Schöne, dass man begrüßt wird mit einem: Hey, Etienne, willst du das Pad nicht übernehmen? Und auch vor allem, ich bin nicht der Erste, dem das wahrscheinlich. Nee, aber wir haben zwei Schlüssel, wir haben 40 von diesen Icons und wir können ein Geschenk machen. Und zwar können wir die zum Beispiel hier überall, wir können ihm das jetzt schenken. Hier. Ja. Achilles, ja. Oder wir können es Nyx schenken. Dem Hund auch? Ja, tatsächlich auch. Oder reicht es ihm auch streicheln? Das ist ja die Frage. Der Intellekt reicht nicht. Na gut, okay. As one of Cerberus's heads receives the princess gift, ja. Another muzzles something back into his head. Oh! Thank you, boy.
Ah, cool, was Naja, das können wir gleich bei den passiven Eigenschaften zum Beispiel freischalten. Who's that sniveling shade your immediate left there, father? Already found someone new to do the busy work. And here I thought I was utterly indispensable. That shade, boy, is my newly designated contractor. One whose responsibility is to work on this house. Though who shall pay for everything my subjects here demand, I do not know. You're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire. Perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm, then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up. Nice. So, das ist nämlich der hier. Renovieren. Hier kann man diese Kristalle ausgeben. Und hier gibt es ganz viele Sachen. Manche sind rein optischer Natur, die hier Hausdekor verändern. Manche aber öffnen zum Beispiel Räume, in denen dann auch wieder irgendwas ist oder so. Also das vermeintlich Leichte wird schnell zu einem komplexen Abenteuer. Und man hat hier dann auch so, warte mal, zum Beispiel. Gibt hier so Sachen, zum Beispiel hier Unterweltrenovierung, Kammern können eine infernale Truhe enthalten. Also das ist dann so eine, da muss man, glaube ich, innerhalb von einer gewissen Zeit überleben und dann kriegst du da auch wieder einen Bonus. Mhm. Aber die oberste Kammer jetzt, die kostet dich nichts, oder was? Oder hast du die schon? Weil da stehen Aufträge. Ah, okay. Das war jetzt irgendwie ein Gratis. Mhm. Und hier gibt es jetzt neue Sachen. Ach, das ist ein Heilbrunnen oder sowas? Weil, ja. Irgendwie. Oder hier zum Beispiel, kaputte Urnen können Geld enthalten und solche Sachen. Ja, also es ist, wie gesagt, es da tausend Sachen, die man da irgendwie. Ich habe ja schon das Gefühl, dass ich wieder vor Entscheidungen gestellt werde. Du denkst, mit jeder Tür, die du schließt, ist eine weniger, aber es sind immer 10 neue dahinter und so. In utter shambles, since the multi-headed Cerberus tore the space apart. Cerberus destroyed the lounge again. Was ist denn deine Lieblingswaffe? Bist du eher so der Bogenmensch oder Schwert oder was? Ich mochte die Lanze sehr gerne. I'm growing stronger. Moment, jetzt haben wir hier zum Beispiel, was haben wir hier? Du erlangst 50% Herzen zurück, anstatt zu sterben, wenn deine Lebenskraft erschöpft ist. Das klingt doch sehr gut. Du hast es auch mal gut. Also es ist quasi ein halbes Gratis-Leben. So, das nächste kostet deutlich mehr. So, mehr können wir nicht machen. Man konnte hier aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch, das noch einmal die Tafel umdrehen und dann sind dann noch mal Skills. Ich muss das erst freischalten. Ja. So, und wir könnten jetzt mit den zwei Schlüsseln zum Beispiel, glaube ich, noch eine Waffe. Ja. Nee, noch nicht. Okay, jetzt wird es jetzt nicht ausgegeben für den Bogen. Hier. Und hier kommen auch noch zwei. Wir nehmen jetzt einfach mal den Bogen. Ja, ja, ja. Okay, hier haben wir jetzt dieses Halsband gekriegt. Und das können wir jetzt aktivieren. Ja, klar, 25% mehr Lebenskraft. Ich würde gerne mal eine Statistik sehen. Ich kann mir vorstellen, weil dieses Geschenk, das ist ja so ein Standard, dass du es am Anfang bekommst. Ich glaube, die allermeisten Spieler werden das Halsband. Werden dem Hund das Geschenk gegeben haben. Oder was glaubst du? Wem hättest du es gegeben? Ich habe es das erste Mal, keine Ahnung, da dem Typ, den ich als erstes gesehen habe, dem ich als erstes gesprochen habe. Ich wusste gar nicht, dass man das dem Hund geben kann, ehrlich gesagt. Also ich habe das in meinem Privaten, habe ich das gar nicht. Aber man kann das jetzt zum Beispiel hier, wenn du bestehe hier mit 25 Scharmützel und dann steigt der Rang automatisch, dann wird es noch mächtiger. Okay, es ist schon. Also ist schon das, was einfach so nebenher passiert und wo du dann, das ist cool. Also das ist wirklich ein schönes, auf dem Papier schönes System. Ja, ja, also wie gesagt, das ist alles, am Anfang wirkt es noch alles sehr simpel und es nimmt aber mit der Zeit immer mehr komplett, es ist halt ein typisches Roguelite, ne, so. Ja, ich meine, es ist ja auch, ich weiß, das ist, wir wissen ja beide, es ist mega gefeiert. Aha. Ah, sowas so kurz. Ja, so Shotgun-mäßig. Dreifachschuss klingt gut, oder? Ja, würde ich auch nehmen. Daedalus, wherever you may be right now. Thank you. Ja, ich glaube, das kann einem vielleicht mal.
Okay. Geht auch gut. Ja, das ist natürlich schön, wenn du jetzt dann jemanden so nah hast und fetten, ne? Das ist ja gleich zwei. Was ist das? Your father Hades and my father Zeus have not communicated in some time. And Zeus refuses to explain. Something transpired between the two of them. Mhm. Dein Angriff ist kraftvoller und kann ablenken. Ich glaube, ist das wieder dieses. Das ist diese Kugel werfen, das Projektile, genau, das wenn schlecht. Du die schlägst, fliegen die auf die zu. Das kann, glaube ich, gerade bei so einem, wenn du so Fächerschuss und so. Das können alle tatsächlich, alle drei Sachen können ablenken. Eine Spezialität ist kraftvoller. Dein Wurf verletzt Gegner auf kleinem Raum. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wir beide immer gegen den Wurf gehen und die Pros sagen, ja, der selbstgewählte Wurf, das ist das Geilste. Wenn du da das gehen ist, dann ist das Hammer. Ah, okay. Ja, ist natürlich praktisch, wenn du dich kaum bewegen musst, das muss ich zugeben. Es spielt sich halt komplett anders jetzt mit Bogen, aber es macht bislang halt alle Waffen irgendwie Spaß gemacht. Also auch später kriegst du noch so einen Boxhandschuh, da machst du halt eher so Nahkampf-Dragon Punch-mäßige Moves und so. Mhm. Und ähnlich wie bei Dead Cells auch spielt sich dann halt anders, aber du kannst nicht per se sagen, was besser ist. Es hängt auch einfach wirklich damit zusammen, was dir mehr liegt, worauf du mehr Bock hast, auch ein bisschen. Ja, also, das ist ja auch eigentlich das Geile, wenn du richtig gut gebalanced hast. Das ist wirklich so sehr vom Geschmack abhängt, aber es ist nicht so was klar Übermächtiges gibt. Das läuft, du hast noch keinen Treffer. Nimmst du Geld? Ich nehme mal Geld. Ja gut, es sieht gerade, aber ich habe wahrscheinlich eine Kammer, die so gleich die Todeskammer des Dr. Schreck. Okay, die Dicken machen 8 Schaden. Oh, verdammt, die sind schneller als man denkt. Ja. Aber die nimmst du ja nicht mit, ne? Oh, Schlüssel, sehr schön. Sondern die sind. Die Coins. Musst du ausgeben im Level selbst. Genau, die sind fürs Level selbst, genau. Scope, ey. Was machen die? Schaden genommen? Machen die nichts? Leuchten die nur schon? Oh nein. Oh, okay, das ist natürlich potenziell. Das klingt wieder so, die ballern dir aus dem Bildhintergrund, du achtest nicht drauf, plötzlich kommt die lila Todeswolke, respektive der Todesstrahl auf dich zu. Ja gut. Das ist, glaube ich. Einen noch, dann hast du deinen Speer. Der hatte, glaube ich, 4 eben. Ja. 4 Schlüssel brauchen wir, Oh, siehst du. Uiuiui, du stehst im Strahl. Ich stehe im Strahl. Du standest hier, das ist nämlich genau das, was ich eben meinte. Da kommt dieser Laserstrahl. Und ja, manchmal rafft man gar nicht, dass man irgendwo getroffen wird. Boah. Oh, du stehst im Strahl. Uiuiui. Okay. Ja, das war dumm. Das hat dich jetzt richtig gekostet, aber. Scheiße. Ah, hallo, Aphrodite. I have to say, you're quite the specimen, and so I've decided I shall aid you for the moment. You interested? Mhm. Mit Blick auf dein Health ist das vielleicht keine schlechte Geschichte. Ne? Ja, gehen wir mal hier auf Defensive, ne? Ja. Ah, oh, da ist der Shop. Lebenssaft ist ein No-Brainer. Ja. Alles kaufen. Das ist nämlich das Schöne dann manchmal an Geld. Aber ich mach das hier. Oh. Ah, jetzt muss ich eine gewisse Zeit überlesen. Überleben. Überlebe 45 Sekunden. Ach, geil. Was mag ich. Also immer so kleine Varianz drin. Das sind die schlimmsten, ne? Denk an ihren lila Strahl. Ich werde dich warnen. Pinke Strahle von diversen. Wie an der Autobahn-Tankstelle. Hat in meinem Kopf Sinn ergeben.
Okay. Noch 15 Sekunden. Ja, das ist top. Eindeutig Premium-User jetzt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Ausgezeichnet. Oh. Ich glaube, ich will das obere nehmen, oder? Du willst doch mehr Schaden. Ja. Kenn dich doch. Ja. Du bist doch jetzt. Ja, du bist Mr. Sparbuch. Du bist Mr. Roulette. Du hast doch recht. Ja. Das wäre das gleiche wie eben, oder? Oh, das ist Boss-Time? Nochmal Aphrodite. Also, das heißt Zwischenboss, ne? Zwischenboss. Okay, aber du hast wieder die Werfer hier, glaube ich. Ah, okay. Das ist natürlich eine Riesengefahr mit dem Bogen, dass man dann zu lang stehen bleibt, ne? Oder irgendwie denkt, so komm, den mach ich noch. Achso, ja, das kriegst du hin. Ich mache mir gar keine Sorgen. Ja, das ist schön, dass wir ein bisschen auf Distanz bleiben. Das ist nicht hektisch werden, ne? Das ist wunderbar. Boah, im letzten Moment der Bombe. Wunderschön. Man muss schon sagen, wenn das scheiße programmiert ist, dann ist es richtig trotzdem. Ja, aber richtig, wenn das so flutscht und ja. Sein Wurf. Sein Spurt fügt am Ausgangspunkt Schaden des Typs schwach zu. Nachdem du verletzt wirst, verletzt du Gegner in der Nähe und machst sie schwach. Ich nehme jetzt mal das Epische hier, oder? Also wenn du das gut timest wahrscheinlich dann, genau. Was Sword and Sacrifice wäre das jetzt eine Schwierigkeit. Oh, 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 oh. Ja, jetzt wollte ich da durch. Ja, du darfst hier nicht gierig werden, weil irgendeiner bereitet immer den Angriff vor, den du nicht siehst. Ja, sehr gut. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja. Ah, top. Ja, hier ist tatsächlich manchmal das Offensive halt, ne, die Gegner einfach killen, bevor sie Stress machen. Ja, ich weiß. Das ist immer diese Gratwanderung. Aber wenn da so vier sind und einer, der dann doch die Attacke durchkriegt, dann. Ups, was ist das denn? Warte, start an. Ach, der ist das, der kleine Mützenmann. Nee. Hallo? Okay, jetzt gilt es, du hast noch 8 Health. Ich will keinen Druck aufbauen, mach's aber trotzdem. Sehr gut. Ah, das sind Bomben. Wer wirft die Bomben denn? Okay. Das sind aber Assi-Gegner. Shit, es wird eng. Mhm. Ja, den Raum kenne ich sogar. Aber läuft, läuft. Hinter dir? Wunderschön, auch noch abgelenkt, den Schuss. Ja, es ist schwer. Jetzt musst du natürlich ab und zu auch mal was töten, um dir irgendwo so ein bisschen Platz zu verschaffen. Aber du machst das top. Das ist wirklich wie ein gekonntes Ballett. Das ist wirklich einfach. Das erinnert mich einfach an den Oberin gegen den Mountain That Rides. Aber hat der Oberin nicht verloren? Ja, aber du kannst ja hast die Möglichkeit, jetzt die Geschichte neu zu schreiben. Stark. Das ist der Beweis, dass Arroganz sich manchmal auch auszahlt. Nicht nur manchmal. Und jetzt viel Spaß im Kindergarten, mein Sohn. So, da hast du doch ein ganz Trauma-Item. Was ist das denn? Ein Gratisraum. Was war denn das jetzt? Schenken? Hättest, du das noch, hättest du jetzt Athene hier das schenken können quasi? Nee, doch, ja. Doch, und dann hätte sie, ah, okay. Schutzlos. Das ist einfach gut, ne? Dieses. Es fliegt da auch immer so viel. Ja, oh, da unten ist was. Da blinkt noch was. Oh, rechts, der Käfig. Beyond the present chamber lies the outermost perimeter of Tartarus. Ist das jetzt schon der Endboss? Ja, das ist ein kurzes Let's Play. Ja, vom ersten Level. Ah, okay, das ist ein langes Let's Play. And I can reckon quite a bit. Also jetzt Boss-Time, oder was? Ich glaube. Ja. Ah. Halt, Sagrius. Megara. Da
Das könnte schwer werden. Come on, Meg. Haven't we had more than enough of each other by now? Besides, don't you have someplace else to be? Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back like a good little man, or I can send you home the painful way. I'll have to go with the painful way. A man after my own heart. Aber das ist immer der selbe Boss, ne? Das ja. Gierig sein. Ja, ja. Warst du gut. Oh, oh. Eieiei. Oh, das sind ja Todeskreise. Ah, okay, diese Mehrstufengegner immer. Geil. Schön getimed. Das ist cool irgendwie. Oh shit. Ach, das war ja unser Special. Sehr gut. Komm, komm, komm. Ist alles gut. Wir hatten nur noch gut 50%. Okay, also da kannst du nichts machen. Da musst du mal weglaufen, ja, und dashen, ne? Oder was im letzten Moment? Okay. Vielleicht ist sowas, wenn der die Wurfwaffe vergiftet Gegner, also wenn der so ein... Ja, der hat, glaube ich, noch eine Aggro-Stufe mehr. Ja, vor allem, glaube ich, musst du diese Standard-Pissberger auch mal versuchen wegzumachen, oder? Den hart auf den Sack. Oh, was macht sie denn da? Ja, komm, es ist... Du hast die... Du hast... Oh, ah, das. Ah, scheiße, scheiße. Ja, 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 ja. Schicki. Jetzt ist fast vorbei. Aber den noch schön. Weil du schießt, kriegst du eigentlich, ja, einen ab, ey. Aber es ist trotzdem so, dass sie noch 40% Energie hat. Gut, du hast nur noch 1%. Aber, ey. Kannst du die Fallen. Was? Ich will dich nicht abhängen. Das sind Stachelfallen einfach nur, ne? Ja, du meinst die taktisch nutzen? Ja. Aber ich glaube, ja, irgendwo. Okay, ist ja gut. Aber ich denke, auch das ist quasi Teil des Konzepts, ne? Das, ja, ist da so. Naja. Okay, aber wir haben wieder. Wir haben wieder Bock. Ich habe jetzt richtig Bock, das Pad in die Hand zu nehmen. Und guck mal, drei Folge. Schlüssel, ein Schlüssel noch, dann kriegen wir die neue Waffe. Dann kriegen, okay, wir die Lanze. Wir haben wieder 40 von diesen lila Dingern, die wir ausgeben können. Und ein Geschenk, das wir machen können. Das ist schön. Das ist wie ein Geschenk, das wir auch euch machen, in Form des Let's Play, hoffentlich. Ich hoffe, ihr nehmt es an und freut euch drüber und schmeißt nicht in den Weiher. In diesem Fall. Nächste Folge. Ich freue mich drauf und ich bin gespannt auf eure Tipps vor allem.